Heute ist Karfreitag, der schwarze oder traurige Freitag. Wir denken mit vielen Christen an Jesus und seinen Tod. Wir gehen zu seinem Kreuz und betrachten es. Was hat das alles für einen Sinn? An Karfreitag dreht sich alles um. Die Welt wird auf den Kopf gestellt. Warum musste Jesus sterben? Diese Frage hat schon viele bewegt. Dietrich Bonhoeffer versuchte einst eine Antwort. Er dichtete: Menschen gehen zu Gott in ihrer Not. Menschen gehen zu Gott in seiner Not. Gott geht zu allen Menschen in der Not. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, beten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit, Tod. Sie stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in der Not, sättigt den Leib, die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden gar den Kreuzestod, und er vergibt ihnen beiden. Wir beten. Jesus, Sohn Gottes, heute denken wir an deinen schweren Weg in den Tod. Er ist dir nicht leicht gefallen. Du hast geweint und große Angst gehabt, hast darum gebeten, dass der Kelch an dir vorübergeht. Doch dann bist du diesen Weg gegangen. Du hast gelitten, ohne Wenn und Aber, für uns. Wir danken dir dafür. Amen. Folgendes geschah am allerersten Karfreitag. Ich lese aus dem Johannesevangelium im Kapitel 19. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf Hebräisch Golgatha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. Nahe bei dem Kreuz von Jesus standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter: Frau, siehe, er ist jetzt dein Sohn. Und dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Und damit vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht, sagte er: Ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann legten sie ihn um einen Isopbund
und hielten ihm Jesus an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er: Es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Wenn ein Mensch auf den Tod zugeht, dann wird sein Kreis um ihn herum immer kleiner. Die Welt reduziert sich auf ein Zimmer, das Bett. Die Besucher werden weniger. Am Ende sind nur noch die vertrautesten Menschen da, manchmal auch gar keiner. Oder im Hospiz oder Krankenhaus eine fremde Person, die zur Nächsten wird. Für Jesus ist es kein Bett, sondern das Kreuz. Er festgenagelt, gefangen im Schmerz. Viele haben sich abgewandt, sie ertragen den Anblick nicht mehr. Nicht mehr sehen müssen, wie der andere immer weniger wird. Mit seinen Kräften scheint ja auch das zu schwinden, was er ihnen bedeutet hat. Nicht mehr die Schmerzenslaute hören müssen, zuerst das Schreien, dann das Seufzen und Wimmern. Drei Menschen aber harren aus, zwei Frauen, ein Mann. Maria, seine Mutter, Maria Magdalena, seine Freundin und Johannes, der Lieblingsjünger. Sie halten aus, was nicht zu ertragen ist und bleiben bei dem, den sie mehr als alles lieben, obwohl er ihnen verloren geht. Das ist dein Sohn, hatte Jesus noch zu Maria gesagt und zu Johannes geschaut. Das ist deine Mutter, hatte er Johannes gesagt und seinen Blick zu Maria gewandt. Der Tod, er wird neue Verbundenheiten schaffen. Ein Trost ist das nicht. Niemand kann den ersetzen, der geht, gehen muss. Aber manchmal entsteht eine neue Nähe zwischen denen, die bleiben, weil sie gemeinsam geliebt, gehofft, gebangt und ausgehalten haben. Sie werden miteinander verbunden auf eine Weise, die das Leben vertieft und ihm einen neuen, aber einen anderen Sinn verleiht. Amen.
Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, setzt ein Zeichen in die Welt, dass sich auch, wenn wir's nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt, uns bestärkt in schweren Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht. Und bei allen Schwierigkeiten unseren Kreuzweg mit uns geht. Dieses Kreuz, auf das wir sehen, es erinnert uns daran. Wenn wir denken, wir vergehen, fallen wir in Gottes Hand. Solchen Grund kann niemand legen, niemand stieg so tief hinab. Und am Ende aller Wege auferstand er aus dem Grab. Dieses Kreuz will uns beleben, deutet in die Ewigkeit. Und im Glauben spüren wir eben einen Hauch Unendlichkeit. Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter ganz gewiss. Und das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe stärker ist. Alles, was wir haben an Hoffnungen, Wünschen und Ängsten, legen wir in die Worte, die Jesus Christus uns gelehrt hat, und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche dir einen an deiner Seite, der an dich glaubt, wenn du selbst nicht mehr weiter weißt, der weiter hofft, wenn dir die Welt finster erscheint, der bei dir bleibt, wenn du dich verloren fühlst, damit du das Licht am Ende des Tunnels schon spüren kannst, auch wenn du es noch nicht siehst. Es segne dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen.